Sommer. In der Jahreszeit locken schönes Wetter und Sonne viele Leute nach draußen. Das Sonnenlicht hebt die Stimmung und den Vitamin-D-Haushalt des Körpers, der notwendig für die Festigkeit der Knochen ist. Deswegen ist Sonnenlicht lebenswichtig und man sollte so viel Zeit wie möglich draußen verbringen. Doch es gibt auch viele Gefahren, die man nicht unterschätzen sollte. Unser größtes Organ, die Haut, wird durch ständige Sonneneinstrahlung geschädigt und es kann zu Sonnenbrand kommen. Um euch zu erzählen, wo und wann man sich vom Sonnenlicht besonders schützen muss und was UV-Strahlung überhaupt ist, dient dieses Lernvideo über UV-Strahlung. Hier seht ihr eine Spektraltafel. Die kürzeste Wellenlänge hat die Gammastrahlung und schon etwas länger ist die Röntgenstrahlung. Danach kommen die UV-Strahlen, gefolgt von der Infrarotstrahlung und dem sichtbaren Licht. Zu guter Letzt die Mikro- und Radiowellen. Die Frequenz, gemessen in Hertz, abgekürzt Hz, sinkt, je länger die Wellenlänge ist, welche in Nanometern gemessen wird. Die ultraviolette Strahlung, kurz UV-Strahlung, ist eine für uns unsichtbare elektromagnetische Strahlung, die sehr viel energiereicher und auch kurzwelliger ist als sichtbares Licht. Die in den Sonnenstrahlen vorhandene UV-Strahlung lassen sich in drei verschiedene Bereiche aufteilen: UVA, UVB und die UVC-Strahlung. Die UVC-Strahlung erreicht die Erdoberfläche gar nicht, da sie von der Ozonschicht absorbiert wird. UVA- und UVB-Strahlen können diese allerdings überwinden und gelangen dann zur Erde. Der Anteil der UVA-Strahlung ist trotzdem immer noch wesentlich größer als der UVB-Strahlung. Aber trotzdem sind UVB-Strahlen nicht weniger schädlich. Denn es geht dabei nicht um den Anteil, sondern vielmehr um die Wellenlänge. Je kürzer die Wellenlänge, desto energiereicher die Strahlung. Und UVB-Strahlen sind kurzwelliger als UVA-Strahlen. Jetzt erklären wir euch noch einmal, was die Ozonschicht ist. In 30 bis 40 Kilometern Entfernung von der Erde befindet sich die Ozonschicht. Sie besteht, wie der Name schon sagt, aus Ozon, also reinem Sauerstoff, der aber recht unstabil ist. Doch gerade diese unstabile Ozonschicht hat die Fähigkeit, die gefährlichen, kurzwelligen, ultravioletten Strahlen aus dem Sonnenlicht einzufangen. Weil jedoch viele chlorhaltige Chemikalien durch die Menschen in die Atmosphäre gelangen, die früher zum Beispiel in Spraydosen waren, reagieren die Chlorteilchen mit dem Ozon. Dabei wird das Ozon in normalen Sauerstoff umgewandelt, der dann aber nicht mehr die ultravioletten Strahlen filtern kann. Bei diesem Vorgang spricht man von einem sogenannten Ozonloch. Natürlich ist das kein richtiges Loch, sondern lediglich eine Ausdünnung der Ozonschicht. Die Ausdünnung über der Südhalbkugel wurde in den 50er Jahren entdeckt und verschlechtert sich seitdem. Damit kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich der Bestrahlungsstärke der UV-Strahlung. Erst einmal zum Zeitlichen. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, sind die UV-Strahlen in der Mittagszeit am intensivsten und somit am gefährlichsten. Der Maximalwert liegt bei 180 Megawatt pro Quadratmeter um 12 Uhr im Sommer. Morgens und abends nimmt die Bestrahlungsstärke wie im Winter ab. Wie bereits gesagt, ist die Sonneneinstrahlung an den Polen und in Australien, also auf der Südhalbkugel, wegen der Ausdünnung der Ozonschicht am gefährlichsten. Man kann sagen, dass die Bestrahlung mit abnehmender geografischer Breite steigt. Doch auch im Schnee, Sand und am Wasser ist die UV-Strahlung sehr intensiv, denn die UV-Strahlen werden bis zu 90% reflektiert, sodass neben den direkt einfallenden UV-Strahlen auch indirekte Strahlen auf die Haut treffen. Dadurch steigt die UV-Intensität über einem schneebedeckten Boden oder im Sand oder am Meer um bis zu 60%. Dunkler Boden oder Asphalt hingegen reflektieren weniger als 5% der ultravioletten Strahlung, weil er die Strahlen absorbiert.